geht es um Facebook und zwar um Facebook-Kommentare. Und Facebook bietet dafür ein Plugin. Das ist zwar nicht leicht zu finden, aber man kann es finden. Ich habe es gefunden, beziehungsweise ich habe mich von einem Video von Chris Farrell anregen lassen, dieses Video hier zu machen für dich, damit das Ganze halt auch auf Deutsch erklärt ist. Chris Farrell ist im amerikanischen Markt tätig. Ich habe seinen Newsletter abonniert und erhalte viele Informationen über ihn. Und er hat halt zwei Videos gepostet bezüglich Facebook-Kommentar-Plugins. Und da habe ich mir gedacht, okay, diese werde ich jetzt gleich mal auf Deutsch aufnehmen, damit das auch für unsere deutschen Freunde, die halt nicht so gut Englisch verstehen, auch nutzbar ist. Okay, das war jetzt wieder eine lange Vorrede. Irgendwie Frauen reden einfach zu viel, denke ich. Kann ich nicht ändern. Müsst ihr mitleben. Okay, also, es geht um ein Plugin, was Folgendes macht. Und das hier ist Chris Farrells Membership-Seite. Und er hat hier diese beiden Videos gepostet, wie man eben dieses Plugin nutzt und wie man das auch einfügt in seinen Blog oder Website. Und dann hat er hier unten Folgendes. Er hat hier Kommentare, die Facebook-User gepostet haben. Und dann passiert Folgendes, wenn ich jetzt hier einen Kommentar schreibe, dann erscheint er gleichzeitig an meiner Pinnwand bei Facebook. Natürlich brauche ich dafür einen Facebook-Account, ansonsten geht das nicht und ich muss auch eingeloggt sein. Wenn ich nicht eingeloggt bin, kommt hier oben ein Feld Login to Facebook und dann kann ich auch den Kommentar schreiben. Das Gute an solchen Kommentaren ist, entgegen der Kommentare, die man ja sonst im Blog bekommt, dass eben die Verteilung viel größer ist. Also ich schreibe hier einen Kommentar und alle meine Freunde bei Facebook können diesen Kommentar lesen, bekommen dann auch gleichzeitig einen Link wieder zu dieser Seite. Das kann man, Moment, hier mal gucken, das müsste man eigentlich hier sehen können. Genau, also ich habe heute Morgen auf dieses Video geantwortet. Das steht hier und das ist meine Pinnwand. Und hier ist der Link zu der Seite von Chris. Und wer sich mal ausrechnen kann, je nachdem, wie viele Freunde man bei Facebook hat, wird dadurch die Verteilung eines Posts, den man im Blog oder so hat, natürlich viel, viel größer. Und wie man dieses Comments-Plugin jetzt einrichtet, das zeige ich jetzt. So, Facebook macht es nicht gerade einfach, diese Plugins zu finden. Aber auch da habe ich jetzt hier was vorbereitet und habe mir die Links, die ich auch wieder von Chris Farrell habe, kopiert. Und der erste ist dieser hier, der führt uns zu den Plugins. Diese Links, die werde ich dann unterhalb des Videos auch nochmal posten. Okay, also dieser Link hier führt uns zu den Social Plugins und da habe ich schon ein Fenster geöffnet und das ist dann dieses hier. Hier dieser Link und man kommt auf diese Seite und da bietet Facebook halt den Like-Button zum Beispiel an, einen Login-Button, aber was uns jetzt interessiert, sind die Comments und da gehe ich jetzt drauf. Und dann kommt dieses Feld. Und ja, jetzt verlangt Facebook hier eine Unique ID. Ja, wo bekomme ich die her? Weil nur wenn ich diese ID hier eingegeben habe, kann ich diesen Code bekommen. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich könnte jetzt sagen, okay, get code. Und dann wird er mir schon zeigen, wo ich das finde. Kann ich ja mal machen. Dann ist das jetzt hier der Code, aber to use this plugin, das heißt, um dieses Plugin zu benutzen, brauche ich eine Application ID. Warum das hier Application ID heißt und hier Unique ID, das weiß ich nicht, das haben sich die Facebook-Leute ausgedacht. Egal, ich kann dann hier rauf gehen und bekomme dann Create an App. Und hier wird verlangt einmal der Seitenname,
auf dem ich diese App installieren möchte und die komplette Seitenadresse, wo ich das installieren möchte. Sprache ist hier schon Deutsch eingestellt. Wenn du eine andere Sprache brauchst, such dir eine aus. Okay. Ich sage jetzt mal, mein Seitenname sind die WordPress-Kurse. Und die Seitenadresse, die muss ich komplett mit http://// eingeben. Und ganz wichtig, am Ende nochmal einen Slash. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, Chris Farrell hat es in seinem Video auch so erklärt. Deswegen ganz wichtig, diesen Slash nicht vergessen. Und dann Create an App. Und dann muss ich leider hier noch dieses Capture-Field ausfüllen. Da muss ich mal genau gucken, dass ich die richtigen Buchstaben treffe. Ein Wort. Ja, behind wird das wahrscheinlich heißen. Und absenden. Wenn es nicht richtig ist, dann wird es mir schon sagen. So, arbeitet. Warten auf Facebook. Wir warten nicht aufs Christkind, sondern auf Facebook. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Jetzt kommt diese Meldung. Das sind meine Einstellungen für genau diese URL. Und das ist die Anwendungsnummer, in dem Fall diese Nummer, die vorhin erfragt worden ist. Hier ist jetzt ein Beispielcode angegeben. Den brauche ich aber nicht, sondern ich nehme jetzt erstmal genau diesen Code hier. Den kopiere ich, also erst markieren mit der Maus, rechte Maustaste kopieren. Und den füge ich mir jetzt erstmal in meine Textdatei ein. So, Moment, das könnte ich vielleicht mal tab, nur damit ich weiß, was das ist, damit ich das nicht vergesse. Okay, und jetzt habe ich das und jetzt mache ich das Fenster erstmal wieder zu und gehe, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Jetzt gehe ich wieder, oh je, jetzt bin ich aus meinem Fenster raus, das ist Chris Farrell. Jetzt gehe ich hier einfach erstmal wieder zurück. Da auch zurück. So, okay. Dann komme ich ja hier wieder in dieses Feld. Ich hätte das vielleicht im neuen Fenster aufmachen sollen, dann wäre das einfacher gegangen. Oder im neuen Tab. Okay, und hier gebe ich jetzt diese Nummer ein. Dann kann ich noch eingeben die Anzahl der Kommentare. Das lasse ich jetzt mal bei 10. Nach 10 kommt es auf eine neue Seite. Und die Breite, die lasse ich auch erstmal so. Und sage jetzt Get Code. Und dann kommt hier der Code und man sieht hier schon, dass jetzt hier diese Zahl, die ich eben kreiert habe, die ist dort eingefügt. Diesen Code markiere ich jetzt und kopiere mir den und füge den auch erstmal in meine Textdatei ein. Warum, erkläre ich gleich. Okay. Gut, jetzt stoppe ich hier das Video und mache noch ein zweites, damit es nicht zu lang wird und damit es auch ja, besser hängen bleibt. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben diese App kreiert und haben diesen Code kopiert. Und wie es jetzt weitergeht, das zeige ich im zweiten Video. Okay, bis gleich.